Hey, heute habe ich für euch einen DM-Haul. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn da werde ich auflösen, wer denn meine Benefit-Verlosung gewonnen hat. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit Produkt Nummer 1. Das ist von Essence und das Produkt kennen wahrscheinlich auch schon einige von euch. Das ist nämlich die Shape Your Face Contouring Palette. Die sieht so aus und ich verwende diese beiden helleren Töne ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Aber dieser Contouring-Ton, der ist wirklich super gut, findet man wirklich selten in der Drogerie, weil der ist wirklich nicht so orangestichig und auch nicht zu graustichig. Und ja, für mich persönlich ist er wirklich perfekt und der wird auch nicht fleckig oder sowas. Und deswegen, falls ihr noch nach dem richtigen Produkt für euch sucht, was nicht teuer ist, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich habe irgendeine Allergie entwickelt, wie ihr wahrscheinlich auch schon in ein paar Videos mitbekommen habt. Und ja, da ist es natürlich wichtig, dass man was Gutes hat, womit man sich die Nase putzen kann. Und wenn ich Taschentücher verwende, dann wird meine Nase wirklich sehr, sehr schnell rau und rot und es ist einfach unangenehm. Und deswegen habe ich diese Babys hier für mich entdeckt. Habe ich direkt zweimal gekauft. Und zwar sind das einfach Kosmetiktücher von Ebelin. Und ja, eigentlich sind die natürlich nicht zum Naseputzen gemacht, aber für mich sind sie wirklich super. Die sorgen wirklich dafür, dass die Haut nicht so schnell gereizt wird und ja, sind halt eben weicher und nicht so dick. Und hier sind immer 200 Stück drin. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Packungen, wo dann wahrscheinlich auch nicht Kosmetiktücher draufsteht. Die stehen dann meistens bei den Tempos. Aber da sind immer nur so 100 Stück maximal drin oder 120. Schaut da wirklich mal eher bei den Make-up-Sachen, weil das liegt dann da unten in so einer Ablage drin. Weil da sind viel, viel mehr drin und die sind genauso gut wie diese anderen Tücher, wo aber ein anderer Name von steht. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Viele von euch hatten mir das Trockenshampoo von Batiste weiterempfohlen. Und da hatte ich mir dann auch diese große Packung geholt und finde die wirklich ganz toll. Und jetzt habe ich mir gedacht, brauche ich das Ganze auf jeden Fall auch nochmal für die Handtasche, weil wenn es besonders windig ist, dann werden die Haare ja wirklich sehr schnell strähnig. Und ja, da habe ich dann gerne sowas in der Tasche, damit ich irgendwas dagegen tun kann. Letztens habe ich ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß wirklich nicht mehr von wem, weil das war eine YouTuberin, die ich noch gar nicht kannte. Und ich fand sie sehr hübsch und deswegen habe ich ein Make-up-Tutorial von ihr geguckt. Das war so eine Blonde und die hat mich sehr an Shireen David erinnert. Ich weiß es leider nicht. Vielleicht sagt euch das ja was und ihr könnt mir irgendwie einen Tipp geben. Jedenfalls hat die das verwendet, um ihren Concealer nochmal zu setten. Das ist von Manhattan das 2-in-1 Perfect Tint Powder and Make-up. Und das habe ich in der Farbe 16 Beige geholt. Und ja, danach sah es unter ihrem Auge wirklich sehr glatt aus. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob das bei mir auch so sein wird. Aber ich sehe gerade, oh, da hat schon jemand reingedutscht. Ist immer besser, wenn man vorher hier reinguckt, bevor man es kauft. Aber nun gut, ich werde es trotzdem für euch testen. Diese Produkte gibt es jetzt neu bei DM. Und zwar ist es von Maui Moisture. Und das hier ist ein Shampoo in der Sorte Coconut Milk for Dry Hair. Also ich habe eigentlich normales Haar, aber ich fand es einfach sehr interessant, das mal auszuprobieren. Und ja, meine Spitzen sind halt ab und zu was trockener. Deswegen hat es am meisten auf mich gepasst. Und es riecht wirklich so lecker. Es riecht wirklich, ja, so, wie man sich so einen Tropical-Geruch vorstellt. Auch so leicht nach Kokosnuss, aber nicht zu streng, so wie die meisten Leute das halt eben nicht mögen. Und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Hier steht auch, dass das ohne Silikone ist, ohne mineralische Öle, ohne was auch immer SLS ist. Es ist vegan und es ist mit purem Kokosnusswasser und mit purem Aloe Vera. Also es sieht für mich so aus, als wäre da jede Menge gutes Zeug drin. Aber wir werden sehen. Okay, jetzt rede ich wirklich über ein Frauenproblem. Man kennt das ja, wenn man seine Tage hatte und die sind noch nicht wirklich zu Ende. Man kann dann kein OB mehr benutzen, aber eine Binde ist dann auch zu viel. Und deswegen kann man dann eine Slip-Einlage verwenden. Und ich hatte bisher noch nicht die perfekte für mich gefunden. Und da habe ich dann mal dieses Ding hier zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht mehr, wo das genau drin war, ob das eine Glossybox war oder wie auch immer. Jedenfalls finde ich die wirklich toll. Ich feiere die total. Wenn man die auspackt, dann ist es halt so wie so eine Binde, halt nur in klein. Und die ist ultra dünn und weich. Und wenn man sie verwendet, dann spürt man sie auch wirklich gar nicht. Und das finde ich wirklich top, weil mich hatte das dann gestört, ja, dass es dann einfach meistens so härtere Binden waren, die man nicht richtig biegen konnte.
Und ja, deswegen bin ich jetzt hier drauf umgestiegen und die kann ich euch wirklich ans Herz legen, weil die sind wirklich richtig cool. Meine geliebte HD Liquid Coverage Foundation von Catrice ist leer gegangen und deswegen musste ich sie hier jetzt nochmal nachkaufen. Ich hatte Glück, dass sie da auch direkt noch eine Packung stehen hatten, weil die ja immer so schnell ausverkauft sind. Immer noch, obwohl es sie ja jetzt schon länger gibt. Und ja, ist nicht viel dazu zu sagen. Es gibt Leute, die mögen sie nicht so gerne. Ich stehe voll drauf. Und ja, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Vanilleduft und seit über 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile verwende ich dieses Deo. Allerdings nicht als Deo, sondern einfach als Raumspray oder als Spray für meinen Körper, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es das Impulse Vanilla Kiss Deo. Hier steht auch extra drauf 0% Aluminiumsalze. Das ist auch nochmal ein großer Pluspunkt. Da bin ich echt froh, dass dieses Ding hier nicht betroffen ist. Und es riecht so lecker. Es riecht wirklich so, als hättet ihr gerade Paradiescreme aufgeschlagen. Und ja, ich würde am liebsten mir das in den Mund sprühen. Allerdings glaube ich, dass es nicht so gut schmecken würde, wie es dann wirklich riecht. Außerdem habe ich mir noch Zahnbürsten geholt, die habe ich neu gebraucht. Ich hole immer die Packung mit zwei pinken und einer blauen, weil ich demoliere meine Zahnbürste immer vom Allerfeinsten. Ich drücke anscheinend zu fest und deswegen nach spätestens 2 Wochen ist die Bürste total im Arsch, weil die in alle Richtungen guckt. Und ja, der Paul, der macht das ordentlicher als ich oder mit nicht so viel Druck. Und deswegen braucht er nicht so oft neue wie ich. Die Mascara hier von Essence habe ich auch schon einmal aufgebraucht und sie mir auch jetzt hier nochmal nachgekauft deswegen. Das ist die Volume Stylist 18 Stunden Curl and Hold Mascara. Und die hat so eine richtig, richtig schöne Bürste. Die erinnert mich sehr an eine von Maybelline, die halt viel teurer ist. Und die ist so lila, glaube ich. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil das könnte wirklich ein Dupe dazu sein. Die macht die Wimpern wirklich schön lang und die sind dann auch schön getrennt. Man hat keine Fliegenbeine und deswegen verwende ich die momentan wirklich super gerne. Zu guter Letzt habe ich noch Essigreiniger geholt. Ich finde, damit bekommt man alles am allersaubersten. Ich bin ehrlich, ich verwende das meistens auch zum Spülen. Aber ich mische das meistens, weil ich einfach sonst nicht das Gefühl habe, dass das hundertprozentig sauber ist. Und ja, ich benutze Essigreiniger fürs ganze Haus. Das ist wirklich das beste Reinigungsmittel meiner Meinung nach. Ja, genug über Reinigungsmittel geredet. Ich habe das Video jetzt ja, vor 3 Tagen gedreht. Und deswegen werde ich euch hier jetzt den Namen einblenden, wer die Verlosung von Benefit gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Paket von mir. Euch anderen wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und ich freue mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao!